Jetzt die Grenzwellen mit Ecki Stieg. Exklusiv bei Radio Hannover, die Stimme der Stadt. Am Mikrofon Ecki Stieg. In dieser Stunde ein Nachruf auf Florian Schneider. An Wernher von Braun, dem Konstrukteur der V2-Rakete, und an Florian Schneider. David Bowie und V2 Schneider von seinem klassischen 1977 veröffentlichten Album Heroes. Dieses Stück soll stellvertretend stehen für den unendlich großen Einfluss, den Florian Schneider mit Kraftwerk nicht nur auf die elektronische Musikwelt hatte. Am letzten Mittwoch, den 6. Mai, wurde bekannt, dass Florian Schneider Essleben, wie er mit vollem Namen hieß, bereits wenige Tage nach seinem 73. Geburtstag am 21. April verstorben ist. Und ihm ist diese Stunde der Grenzwellen gewidmet. Florian Schneider wurde am 7. April 1947 geboren. Sein Vater war zu diesem Zeitpunkt schon eine kleine Berühmtheit. Paul Schneider Essleben war einer der großen Architekten der Nachkriegszeit, der unter anderem für zahlreiche Gebäude in Köln und Düsseldorf wie dem Flughafen Köln-Bonn verantwortlich war. Florian Schneider studierte Querflöte und Musikwissenschaft, bevor er unter anderem mit Eberhard Kranemann die Band Piss Off und zusammen mit Basil Hammoudi, Butch Hauf, Fred Monix und Ralf Hütter 1968 die Band Organisation gründete, aus der 1970 dann Kraftwerk wurde. Die frühen ersten drei Alben von Kraftwerk, allesamt versehen mit dem damaligen Markenzeichen, dem Verkehrsleitkegel, wurden von der Band retrospektiv totgeschwiegen und sind bis heute nicht wiederveröffentlicht worden.
Dennoch waren sie ein wichtiger Grundstein für das, was folgen sollte. Denn vor allen Dingen Florian Schneider hatte in der Plattensammlung seines Vaters Platten der Musik Konkret und deren Protagonisten Pierre Henry und Pierre Schaeffer entdeckt, die den Klang und das Konzept von Kraftwerk nachhaltig prägten. Zudem erfand Florian Schneider eine elektronische Flöte und sein Flötenspiel ist unter anderem auch auf diesem Stück zu hören. Kraftwerk und Ruckzuck, ein Klassiker ihres ersten 1970 veröffentlichten Albums. Und die Älteren werden sich noch erinnern, dieses Stück war jahrelang die Titelmelodie der Fernsehsendung Kennzeichen D. Diesem Album folgten zwei weitere, die allesamt um den Nukleus von Ralf Hütter und Florian Schneider entstanden. Der große Durchbruch folgte aber erst 1974 mit ihrem Album Autobahn, das von der Band auch heute noch als das erste wirkliche Kraftwerk-Album bezeichnet wird. Obwohl die zweite Seite dieser LP mit Stücken wie Mitternacht noch dem experimentellen, teilweise atonalen Stil der ersten drei Alben verhaftet war, ist das die gesamte A-Seite einnehmende Titelstück die Grundsteinlegung für all das, was Jahre und Jahrzehnte später mit Sinti oder Technopop folgen sollte. Thank you.
Kraftwerk und Autobahn hier in der digitalisierten Mixversion von dem 1991 veröffentlichten Album The Mix. Schon 1974 unterschieden sich Kraftwerk nicht nur musikalisch von allen anderen nationalen und internationalen Popmusikern, auch ihr Erscheinungsbild war untypisch, gleichzeitig typisch deutsch. Die Band begann Anzüge zu tragen, ihre Haare waren kurz und korrekt gescheitelt und vor allen Dingen der stets streng dreinblickende Florian Schneider war die Antithese zu dem glamourösen Popstar jener Zeit. Doch dieses durchaus augenzwinkernde Image war kein bloßer Gag. Kraftwerk wollten eine deutsche Tradition wiederbeleben, die in den 30er Jahren durch das Dritte Reich und den Zweiten Weltkrieg vernichtet und gestoppt wurde. Die Tradition von Avantgardisten wie Fritz Lang zum Beispiel. Auf diese Kultur besann sich die Band, reicherte sie zugleich durch ein futuristisches, minimalistisches, nur vordergründig technokratisch und kalt wirkendes musikalisches Konzept an. Bezeichnenderweise stießen Kraftwerk in ihrer Heimat damit auf wenig Gegenliebe, wohingegen sie im europäischen Ausland, vor allen Dingen in Frankreich und England, aber auch in Amerika gefeiert wurden. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Kritiken der damaligen Zeit in der deutschen Presse. Die Musik sei seelenlos, die Klänge kalt. Welch Ironie, dass sich im Zeitalter der digitalen Musik ein Album wie das 1975 veröffentlichte Radioaktivität heute besonders warm anfühlt. Davon ein seltenes Stück, auf dem Florian Schneiders Stimme ohne elektronische Effekte zu hören ist. Radioland. Drehen wir am Radio vor. Durch Tastendruck mit Blitzes schneller. Thank you.
Der junge Mann betrat eines Tages den Spiegelsaal und entdeckte eine Spiegelung seines Selbst. Sogar die größten Stars entdecken sich selbst im Spiegelglas. Sogar die größten Stars entdecken sich selbst im Spiegelglas. Sein wirkliches Gesicht und manchmal einen Fremden, den kannte er nicht. Sogar die größten Stars finden ihr Gesicht
im Spiegelglas, sogar die größten Stars finden ihr Gesicht im Spiegelglas. Manchmal verliebt er sich in sein Spiegelbild und dann wiederum sah er ein Zerrbild. Sogar die größten Stars mögen sich nicht im Spiegelglas. Sogar die größten Stars mögen sich nicht im Spiegelglas. Er schuf die Person, die er sein wollte, und wechselte in eine neue Persönlichkeit. Sogar die größten Stars verändern sich im Spiegelglas. Sogar die größten Stars verändern sich im Spiegelglas. Der Künstler lebt im Spiegel mit dem Echo seines Selbst. Sogar die größten Stars leben ihr Leben im Spiegelglas. Sogar die größten Stars leben ihr Leben im Spiegelglas. Machen sich zurecht im Spiegelglas. Sogar die größten Stars machen sich zurecht im Spiegelglas. Stars leben ihr Leben im Spiegelglas. Sogar die
Stockwerk und Spiegelsaal von dem 1977 veröffentlichten Album Transeuropa Express, das, wie alle Alben zwischen 1975 und 86 in der klassischen Viererbesetzung Ralf Hütter, Florian Schneider, Karl Bartos und Wolfgang Flür eingespielt wurde. 1977 war auch das Jahr des Punk, in der viele alte Heroen vom Sockel gestürzt wurden. Nicht so Kraftwerk. Sie wurden vielmehr zu Ikonen der damals aufkeimenden neuen elektronischen Avantgarde und des Elektropops. Und Bands wie Cabaret Voltaire, Human League, OMD, Gary Numan, Depeche Mode, aber auch Joy Division bzw. New Order wären ohne Kraftwerk kaum vorstellbar. David Bowie wollte sie als Vorgruppe für seine 76er Tournee dabei haben, doch Kraftwerk lehnten ab, wie übrigens alle Bestrebungen anderer namhafter Musiker, mit ihnen zusammenzuarbeiten, darunter auch Michael Jackson. Kraftwerk selbst perfektionierten in dieser Zeit ihre Vision von der Menschmaschine. Ihre Klänge wurden noch stringenter, minimalistischer und kühler. Und immer mehr zum Einsatz kamen auch die von Florian Schneider entwickelten Robovox-Stimmen, die den Stil der Band fortan nachhaltig prägten. Machine.
Kraftwerk und das Titelstück ihres 78er-Albums Die Menschmaschine. Für nicht wenige das epochalste und visionärste Kraftwerk-Album ist das 1981 veröffentlichte Computerwelt. Kraftwerk hatten ihre Vision der Menschmaschine zu diesem Zeitpunkt immer mehr perfektioniert und obwohl Kraftwerk durchaus gewollt als unnahbar, kühl und emotionslos galten, schimmerte dennoch viel Humor in ihren Stücken durch. Und dies hier ist ein gutes Beispiel. Taschenrechner in der Hand. Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. Kontrolliere und komponiere. Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. Und so
Laufwerk und Taschenrechner von ihrem 1981 veröffentlichten Album Computerwelt. Dem folgte 1986 das Album Electric Café und danach wurden die Pausen zwischen den Alben immer länger, sodass erst 2003 mit Tour de France Soundtracks das bisher letzte Kraftwerk-Studioalbum erschien. Danach folgten nur noch Tourneen und Auftritte im musealen Rahmen. Kraftwerk begannen, ihre Historie und ihr Schaffen in unzähligen Versionen und Varianten einzufrieren und zu reproduzieren. Florian Schneider gab 2008 das letzte Konzert mit der Band. 2009 wurde offiziell sein Austritt verkündet. Thank you.
Music non-stop. Music non-stop. Non-stop. Music non-stop. Music non-stop. Non-stop. Oh.
Kraftwerk und Musik nonstop von dem 1986 veröffentlichten Album Electric Café. Seit seinem Kraftwerk-Ausstieg 2009 hatte sich der sonst als streng und wortkarg geltende und zurückgezogen lebende Florian Schneider sichtlich erleichtert, befreit und humorvoll wieder mehr in der Öffentlichkeit gezeigt und brachte im Rahmen des Projekts Parley for the Oceans 2015 sogar noch das Stück Stop Plastic Pollution heraus, das wir zum Schluss dieses Nachrufs auf Florian Schneider hier in den Grenzwellen hören. Planet clean. Stop.